Ja, servus liebe Judo-Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, die Woche geht's ans Hühnergehege. Ich kriege ja neue Hühner, 28 Stück. Und zwar 7 Grünläge, 6 Sperber, 6 Sussex, 6 Rote Länder und ja, ein paar Schwarze haben uns noch. Die kommen jetzt demnächst. Und für diesen Fall habe ich jetzt schon den neuen Zaun liegen. Ich wollte ja neue reinmachen, weil das alte Netz, was drin war, das hat ja der Fuchs schon ein paar Mal durchgerissen. Und die Hasen waren drin, wenn Brötlerreste und sowas drin waren. Ja, und aus dem Grund habe ich gesagt, jetzt muss er mal neu werden. Ja, hier oben, ich bin jetzt gerade vor der Haustür. Unsere zwei Gänse sind zu Besuch. Unsere eigentlichen Graugänse, die aber keine Graugänse, sondern eigentlich mehr Pommerngänse sind. Ja, der Reini hockt da in der Wiese. Und ich habe heute noch ein Paket gekriegt. Ich habe mir wieder was bestellt, weil, wie man sieht, Arbeitsklamotten. Ich habe ja immer von Klaas. Ist das jetzt Markennennung? Nein, das ist jetzt Markennennung. Ich ziehe die halt recht gerne an. Die sind bequem und als Arbeitsklamotten echt spitze. Die halten was aus, sind schön robust. Und ich habe ein Päckchen gekriegt. Hier. Natürlich auch von Klaas. Ich habe mir bei denen im Onlineshop noch eine Hose bestellt. Und die zeige ich euch jetzt mal. Oh, das ist aber scharf. Ja, was steht denn drinnen? Eine Hose. Ja, was anderes habe ich auch nicht bestellt. Zack, 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 zack. Das ist die Müll. Und da ist die neue Hose. Eine Bunthose, eine Outdoorhose, die hatten sie im Sale, weil sie ein neues Design jetzt haben. Und da habe ich mir schon mal eine bestellt und die sind wirklich von der Verarbeitung spitzenmäßig. Ich finde die klasse. Die halten was aus und sind strapazierfähig. Ja, und so sieht das gute Stück aus, wenn sie neu ist und nicht schmutzig. Ja. Da freue ich mich, jetzt habe ich noch eine Hose mehr. Alte oder Arbeitsklamotten kann man eigentlich nie genug haben, weil die sollte man sich ja immer wieder mal zusammen. Im Winter läuft man mal durch den Schlamm durch oder was, spritzt sich die Hosen voll. Oder wenn man die Pferde hinten wäscht oder sei es einmal die Maschine waschen oder was, dann schaut man mir gleich aus. Da kann ich die Hose in die Wäsche auch und kann man auch neue nehmen. Ist eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Ja, na gut, ich würde sagen, das legen wir uns mal weiter auf die Seite. Und dann schauen wir mal unter zum Hühnergehege. Da ist nämlich schon ein bisschen was passiert. So, jetzt sind wir unten beim Hühnergehege. Ja, ich habe die Woche Urlaub. Also den 30. April leider nicht den Montag. Aber dann quasi jetzt ab Mittwoch bis Samstag habe ich Urlaub. Bis einschließlich Samstag. Und ich habe mir ja vorgenommen, die Woche wird das Hühnergehege umgebaut. Die Hühner sind deswegen noch im Stall eingesperrt, die können jetzt nicht raus, weil sonst habe ich sie überall im Garten. Beziehungsweise bei den Nachbarn. Beziehungsweise hier unten dann auf dem Weg. Ja, was haben wir jetzt die Woche alles gemacht? Ging ja erst gestern quasi los am Mittwoch. Gestern habe ich hier unten die ganzen Zäune abgeschnitten, rausgeschnitten, weggemacht. Also man sieht schon jetzt, jetzt ist im Moment gar nichts mehr da, ist alles offen. Und ja, ich habe da noch ein wenig was anderes erledigen müssen. Den Leo habe ich ein wenig geschoren, unten rum um den Bauch und an die Bar, dass es noch nicht mehr sogar so warm ist. Und ein bisschen unterwegs war ich gestern danach. Fürs Aquarium noch ein wenig Besatzkult. Ja, auch noch so ein Hobby von mir. Ich habe ja Aquarium, habt ihr ja bestimmt schon in ein oder anderem Video mal gesehen im Hintergrund. Da passiert dann auch immer noch ein wenig was, weil das ist umgebaut. Deswegen bin ich leider noch nicht viel weiter gekommen. Also was halt jetzt passiert ist,
hier unten einfach mal den ganzen Zaun rausgerissen. Großteils auch die Hecke schon ein wenig zurückgestutzt. Die wird jetzt auf ein Maß zurückgeschnitten, dass ich auch in Zukunft mit dem Balkenmäher dahinter durchfahren kann. Weil da ist so blödes Gestrüppzeug mit so Danner drin. Und das will ich auf Dauer hier nicht haben, das muss nicht sein. Und wenn die mit Balkenmäher befahrbar ist, dann kann ich das Zeug kurz halten und klein halten. Das ist natürlich optimal. Ja, im Moment bin ich quasi dabei, die Reste von dem ganzen Gelump gar zu nehmen und auf dem Anhänger zu verfrachten. Dazu bin ich mein Radlader mit runter. Und ja, ich denke, so weit schaut es doch schon mal ganz gut aus. Ich meine, hier sieht man jetzt dann auch mal die Abbruchkante hin, wo ich gesagt habe, das haben die Hühner alles abgegraben. Das kommt, wenn ich mit der Fräse gearbeitet habe, dann ist der Boden hier schön aufgelockert und weich. Tja, Nachteil natürlich bei der ganzen Geschichte. Die können das schön runterwärts wühlen und was oben zu wenig ist, sieht man hier unten, ist unten zu viel. So soll das natürlich nicht sein, das muss ich noch ändern. Ja, was ist dann die Woche noch ein wenig passiert? Gestern natürlich ein kleines Unglück. Ein Bekannter hat sich unter Fräse hinten noch einen Bulldog ausgeliehen. Und ja, dem ist ein kleines Missgeschick passiert. Da hatte sie genau 5 Minuten, dann kam er wieder. Der hat nicht weit genug ausgehoben und hat die Fräse noch im Betrieb gehabt und ist rückwärts gefahren. Und das eine Schutzblech, die hinten dran sind, diese Steinschlagschutzbleche, das hat sich dann auf die Walze unten drauf gewickelt. Der ist quasi zurückgesetzt, das hat sich nach vorne geschoben, hat sich auf die Fräse unten drauf gewickelt. Und den ganzen Oberbau und alles total verzogen. Ja, jetzt darf ich gucken, das Ding darf ich wieder richten, weil die brauche ich ja hier unten auch. Jetzt habe ich schon gesagt, jetzt darf ich das Ding erst einmal den ganzen Aufbau runternehmen. Muss dann alles schön gerade dengeln. Die ganzen Brüche, die jetzt drin sind, alles wieder sauber verschweißen. Und am Schluss dann wieder schön zusammenbauen. Ich habe schon gesagt, wenn ich eh dabei bin, eventuell verträgt sie gleich einmal ein wenig frische Farbe. Das muss ich auch mal sehen, weiß ich noch nicht. Schaden könnte es eigentlich auch nicht, weil ein großer Akt ist es normal nicht. Naja, mal gucken. Ja, wie gesagt, das sind halt immer diese unvorhergesehenen Dinge, auf die man eigentlich keine Lust hat, für die man eigentlich keine Zeit hat, wo man nicht einplant. Aber das ist halt immer, wenn es dann planen magst, dann schmeißt er irgendwo an einen Stein ein, wie ich. Eh klar. Ja. Den Radlader dann. Das ist das Gestrüppzeug, was ich rausgeschnitten habe. Naja, und wenn das dann alles weg ist, dann geht's dran. Dann muss ich mal gucken, wie ich den Zaun am besten lege. Ob ich das Hühnergehege ja ganz klar ein Stück kleiner mache. Also die Ecken da hinten drinnen, die will ich ja weg haben. Hier sieht man es jetzt nochmal richtig schön, das ist ein blödes Eck. Die will ich nach Möglichkeit komplett weg haben. Weil die ist ganz beschissen mit dem Mähwerk dann auch auszumähen, beziehungsweise mit dem Heuwender zu befahren. Das will ich dann so weit weg haben. Normal lieber eine schöne eckige Kante rein. Das ging ja bloß wegen meinem Elektrozaun nicht. Der hat sich nicht so verspannen lassen, wie ich wollte. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, von den Bäumen ist auch einiges rausgekommen, wie man sieht. Ist jetzt alles ein bisschen luftiger. Ja, warum sind sie rausgekommen? Jetzt war der eine oder andere sagen, ach Mann, sägt doch nicht die ganzen Bäume weg und überhaupt musste man. Die Bäume hatten teilweise den Käfer drin, Borkenkäfer. Das waren ein paar so Tannen, relativ alt. Einige waren schon total marsch innerher. Der Anna hat sogar letztes Jahr im Winter quasi die Spitzen oben verloren, da war es aber gescheit windig. Und da ist die Spitzen runtergebrochen. Und da haben wir gesagt, bevor dann doch einmal was passiert, unten ist ja ein Weg, der ist ja doch ab und an einmal frequentiert. Da laufen ja doch immer mal Leute vorbei und spazieren. Und da haben wir gesagt, bevor da irgendwie einmal bei Wind was passiert und jemand erschlagen wird oder was, dann sägen wir die Bäume lieber raus. Ist zwar nicht so toll, aber hilft ja nichts. Na gut, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir weiter. Jetzt wisst ihr soweit erst einmal Bescheid. Und ich wünsche euch jetzt erst einmal viel Spaß. Bitte eine Viertelstunde mehr anfangen.
los, mach mit!
reinlaufen. Ja, jetzt? Also, da unten ist einiges passiert. Dank der trefflichen Unterstützung von meiner Mutter und meiner Schwester hat auch mitgeholfen. Das ist ganz praktisch. Wir haben jetzt die Zaunpfähle alle ein bisschen rausgezogen. Die waren ursprünglich auf einem Maß von 1,20 Meter. Jetzt stehen sie alle auf einem Maß von 1,40 Meter. Dass das ein wenig besser für meinen Zaun passt, dass ich den dann auf eine anständige Höhe oben befestigt kriege. Also unten wurde ja sowieso ein wenig eingegraben und dann sieht man schon, viel Überstand haben wir dann eh nicht mehr. Weil der wird bis daher eingegraben nochmal. Und dann ist das Ganze optimal. Ja, den Fasswagen zum Kartoffelgießen habe ich mir gleich noch rausgeholt, weil den haben sie mir hier eingeschlichtet. Das Ganze Reisig und Holz davor, da kommst du nicht mehr ran. Und wenn jetzt noch offen ist, dann habe ich gedacht, ziehe ich ihn gleich einmal noch mit dem Lader raus. Weil der war ja komplett zugebaut. Ja, der Radlader wird jetzt dann aufgeräumt. Für heute ist dann Feierabend. Ich habe später dann noch was vor. Man muss ja an die Freizeit auch ein denken und nicht nur arbeiten den ganzen Tag. Ich gehe heute mit ein paar Bekannten noch essen. Ja, und dann würde ich sagen, schaut die Sache schon ganz gut aus. Hinten dieses Dreieck, was ich da hatte, habe ich jetzt weggemacht. Da habe ich noch Pfähle rausgepflückt. Dafür habe ich hier vorne dann noch einen reingeschoppt. Da kommt dann ein kleines Türchen rein zum Eier holen und halt Wasser runterbringen und dergleichen. Und der Abstand da, das hier drin, das soll dann später mal ein großes Tor werden oder zwei. Also so ein Flügeltor oder irgendwie, ja, mal gucken, wie ich das mache, wo man mit Radlader und mit der Fräsenei fahren kann. Irgendwie in die Richtung auf jeden Fall. Na gut. Ja, also für heute war es das auf alle Fälle erst einmal. Der Rest wird folgen. Der kommt dann im nächsten Video, gar wenn es fertig ist und die Hühner dann raus können. Ich wäre zwar gerne ein wenig schneller gewesen, aber es ist halt nun mal, wenn wir nicht so viel Mann sind. Es ist doch eine recht anstrengende Arbeit, recht zeitaufwendig auch. Sowas geht nicht von jetzt auf gleich. Aber für das, dass wir im Endeffekt die ganze Zeit bloß zu zweit, beziehungsweise am Schluss dann zu dritt waren, ist das Ergebnis eigentlich schon mal sehr gut. Das passt soweit wunderbar.
Morgen geht's dann dran. Ich muss halt da unten noch befestigen. Da brauche ich den Bohrer. Schlauchbohrer. Dann kommen da noch ein paar Dübel rein und ein paar Hegel, die ich den Zaun einhängen kann. Und dann geht's dran, an die Pfähle entlang meinen Zaun zu spannen. Und ich denke, dann müsste es fertig sein. Und dann, ja, Torbau, da kann ich erst einmal vom Elektrozaun noch ein Stückchen reinmachen, dass die Hühner wieder raus können. Dann kann ich in Ruhe die Tore bauen und die Türle. Und ja, der Rest gibt sich dann. Ja, also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat bis jetzt Spaß gemacht. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Servus!